Hallo zusammen, hier ist wieder euer Gotti und heute gibt es ein kleines Interventionsvideo. Und zwar gehe ich auf eine ganze Art von Kommentaren ein, die immer wieder unter meinen Videos erscheinen. Und bevor ich immer wieder ellenlange Antworten gebe, die ich dann mühselig eintippen muss und es ist doch immer wieder das Gleiche, dachte ich, mache ich mal einfach ein Video dazu. Das mag jetzt diejenigen langweilen, die mir sowieso zustimmen würden. Und das sind, muss ich dazu sagen, sehr viele von euch, die regelmäßig meine Videos schauen. Sehr viele von euch halten nicht einfach nur zu mir, denn das müsst ihr auch nicht. Ihr könnt euch immer wieder kritisch mit meinen Videos und mit meinen Aussagen auseinandersetzen. Und ich liebe es sogar, weil sehr viele Leute wirklich Ahnung haben, die dieser Community hier angehören. Und mit denen kann man sich auf hohem Niveau, auf wissenschaftlichen Diskurs quasi damit auseinandersetzen und darüber diskutieren, auch Erfahrungen austauschen, gegenseitig voneinander lernen. Das ist alles kein Problem und sogar erwünscht. Ich rede vor allem davon, dass die meisten auf diesem Kanal von dem, was ich jetzt erwähnen werde, wahrscheinlich nur wieder zustimmen können und nicken werden und sagen werden, genau richtig so. Es gibt aber dann doch diejenigen da draußen, und das sind vielleicht sogar gar nicht die Follower, sondern oftmals einmalig erscheinende Leute unter meinen Videos, die dann einen Expertenkommentar von sich geben. Warum nenne ich es Expertenkommentar? Es geht hier also nicht um negative Kommentare. Es geht nicht um, ey, der Arsch hat doch keine Ahnung oder was für ein Idiot, was für ein Blödsinn. Die werden auch gnadenlos einfach gelöscht. Das habe ich ja schon mal angekündigt. Nein, es geht um Leute, die sich fachlich mit einer Sache auseinandersetzen. Und mein Kanal bedient mehrere Aspekte. Mein Kanal bedient vor allem Trainingslehre, viel aus Erfahrungen raus, aber auch Studien, die ich teilweise durchgehe. Mein Kanal bedient auch die Ernährung, Supplements und natürlich geht es dann so ein bisschen in den physiotherapeutischen und auch medizinischen Teil immer wieder rein. Es gibt immerhin diesen großen Graubereich rund ums Training und der Trainingslehre. Jetzt gibt es eine ganze Menge Experten da draußen, die seit Jahren ein Physiotherapeut sind, studiert haben, etwas gelernt haben, etwas gemacht haben, Trophologen sind, heißt also sich wirklich mit der Ernährung auseinandergesetzt haben und so weiter. Und diese Leute, diese Fachleute, um positiv auszudrücken, die geben mir ab und zu mal einen sehr entrüsteten Kommentar. Und der Kommentar ist meistens absolut unberechtigt. Nun zunächst einmal generell zum Expertenstatus. Wie können wir hier, und mit wir meine ich jetzt diejenigen, die YouTube-Content bereitstellen und ihr Wissen teilen, überhaupt wissen, dass hinter dem Kommentar auch ein echter Experte ist? Versetzt euch nur mal in unsere Lage. Ich möchte gar nicht euren Expertenstatus abtun. Wenn zum Beispiel, und darauf reagiere ich ja so ein bisschen, ein Kommentar kommt, wo jemand mir sagt, dass er jetzt enttäuscht ist, deabonnieren wird, denn er weiß, und er hat jahrelang Trophologie studiert, dass Arginin und so weiter synthetisch hergestellt das und das macht. Zum einen, ja, da war ein halbes Argument dahinter, aber meistens kommen Kommentare wie ich bin seit Jahren Physiotherapeut und das stimmt nicht, was du so sagst. Oder, nee, das ist Blödsinn, ich trainiere seit 27 Jahren und die Kniebeuge ist doch gut. Woher weiß ich, dass ansatzweise hinter den Buchstaben, die sich da zusammentun, um Sätze zu bilden, an einem Kommentar unter einem Video tatsächlich diese Person hinter ist? Schreiben kann das jeder. Und damit nochmal betont, ich will nicht sagen, ihr lügt und ich will auch nicht euren Expertenstatus runterspielen. Schlichtweg, ich weiß es nicht. Wir wissen es nicht. Wir kriegen nur die Kommentare. Was wir hier zumindest tun, was ich tue, ich mache Videos, ich zeige mein Gesicht und ihr könnt jedes Mal beurteilen, ist das ein Experte, der dort spricht oder nicht. Wie redet er, woran ihr auch immer das ermessen wollt. Ihr habt auf jeden Fall etwas mehr Chancen als einfach nur einen Kommentar, den man liest. Werde ich darauf eingehen, würde ich jeden anerkennen müssen, der schreibt, dass er seit über 15 Jahren trainiert und dass das bei ihm auf jeden Fall anders ist und er nur anderes erfahren hat, dann könnte ich eigentlich fast jedes Video streichen, weil immer wird es irgendjemanden geben, der da irgendetwas sagt. Interessant ist, dass die Mehrheit von 100 Kommentaren dem zustimmen, sogar teilweise dem vorher nicht zugestimmt haben, es ausprobieren und dann zustimmen. Würde man alleine nur das lesen, obwohl ich dazu gleich noch komme, würde der Experte das lesen, würde er sich schon eigentlich fragen müssen, wie das zustande kommt. Aber die schlichtweg Message ist einfach, wir wissen es nicht. Es ist nur ein Kommentar und wir können nicht auf alle Kommentare eingehen. Und damit kommt ja auch der Umstand einher, mit dem Kommentar hat man nichts zu verlieren. Man tippt einfach einen Kommentar ein, hat den anonymen Namen Rolf2356 und das setzt man einfach unter ein Video. Expertenstatus.
Wir haben hier eine ganze Menge zu verlieren, weshalb wir auch doppelt und dreifach normalerweise gucken, was wir hier von uns geben. Wir haben unser Gesicht, das wir natürlich dafür zeigen. Wir sind mit regelmäßigem Content da und wir geben ja auch die Chance, dass jemand eben diese Kommentare dazu schreiben kann. Machen die Kommentarfunktion nicht aus und so weiter. Das, finde ich, ist schon einmal etwas, was man irgendwo in Betracht ziehen muss, wenn auch nicht schon honorieren. Und das macht einen riesen Unterschied aus zu dieser anonymen Figur, die einfach nur einen Kommentar schreibt. Aber nun mal an diese Experten, die es besser wissen. Zum einen mal den Tipp, schaut erstmal in die Kommentare unter dem Video. Wenn da bereits schon ein Diskurs stattfindet, heißt eine Diskussion und gegenläufige Meinungen drin sind, dann ist das vielleicht etwas, was euch schon von eurer absoluten Eindeutigkeit wegbringt. Wenn jemand zum Beispiel sagt, das ist totaler Blödsinn, was der Gotti da sagt, denn die Kniebeuge ist furchtbar effektiv und die sorgt nie für Verletzungen, wenn man sie richtig macht, dann würden die, wenn die nur darunter lesen, wahnsinnig viele Kommentare finden, wo jemand sagt, ich habe die Kniebeuge studiert, ich mache das seit 30 Jahren, meine Knie sind kaputt, ich mache das nie wieder. Was ist mit dem? Jetzt könnte man als der Kommentator sagen, ach, dem glaube ich aber nicht, dann hat er sie eben falsch gemacht. Dann muss man aber wiederum noch einen Reflexionsschritt gehen, nämlich sehen, das da ist ein gleichwertiger Kommentar. Ein Kommentar unter dem Video, wo jemand sich als Experte outet und sagt, ich hatte das gleiche Problem. Er selbst ist ebenfalls jemand, der einen Kommentar darunter schreibt, sich als Experte outet und sagt, dieses Problem gibt's nicht. Das sticht sich bereits. Er wird sich über ihn stellen, er wird sich über ihn stellen. Aber zumindest sollte man, wenn man 3 Schritte zurückgeht, doch merken, da gibt es scheinbar auch andere, die sich ebenfalls als Experte äußern und scheinbar der Meinung doch nicht widersprechen. Also ebenfalls diese Erfahrung gemacht haben. Und wenn das dann auch noch 10 sind, 15 sind, dann kann man ja eigentlich schon davon ausgehen, wenn man nicht meint, man wäre über allem erhaben, dass da doch etwas dran ist, was ich sage. Und ja, zum Beispiel unter die Kniebeugen, schaut mal, wie viele geschrieben haben, dass das absolute Zustimmung gibt, dass sie sich einfach nur die Knie kaputt gemacht haben, obwohl sie sie eigentlich beherrscht haben. Und dann natürlich noch ein Tipp, und das muss ich unter den meisten Antworten schreiben, hört genau hin. Und wenn ich auch nicht den Hintergrund habe, teilweise wie ihr, ich habe keine Physiotherapeutenausbildung oder so etwas, dennoch weiß ich, was ich sage. Und ja, das ist kein Aufruf dazu, legt jedes einzelne Wort und Buchstaben auf die Goldwaage und sagt mir in Zukunft, wo ich Grammatikfehler in meiner Sprache hatte. Aber doch bin ich mir recht bewusst über das, was ich sage. Und meistens endet es ganz enttäuschend. Ich lese einen Kommentar, irgendwo im Smartphone entdeckt, wieder neuer Kommentar, lese ihn durch und da steht irgendwas drin. Das, was du hier sagst, stimmt aber nicht, da widersprichst du dir. Das ist übrigens etwas, was man sehr oft findet. Jemand sagt mir, dass ich mich widerspreche. In dem Video sagst du das, in dem das. Statt das einfach abzutun und zu denken, Schwamm drüber, packt es mich beim Ehrgeiz. Denn damit kann man mich wirklich kriegen, wenn man behauptet, ich würde mir widersprechen. Also schaue ich mir das erste Video an. Meistens versuche ich es wenigstens auf 1,5 Geschwindigkeit zu machen, damit ich schnell durchgehe. Ganz aufmerksam und suche nach dem, was er dort gefunden hat. Schaue mir das zweite Video an. Und die große Enttäuschung kommt jetzt. Das ist nicht etwa, dass er recht hat. Nein. Sondern, dass ich merke, ich habe alles im Video gesagt. Und das enttäuscht mich. Mich enttäuscht es, dass ich nur darauf hinweisen muss. Oft gibt es dann auch keinen Kommentar zurück, sondern die schlucken es einfach. Haben mir aber diese Zeit gestohlen, denn ja, ich nehme es wirklich ernst. Ich habe mir 20 Minuten Zeit genommen, schreibe diesen ausführlichen Kommentar und dann kommt nichts dabei rum, außer, ach, hätte ich doch richtig hingehört. Ja, meistens sage ich es schon vorher. Und man muss sich auch oft, wenn man schon in den Diskurs treten möchte, vielleicht auch ein zweites und drittes Video zu der Materie ansehen. Denn alles in einem Video, was ich auf diesem Kanal hochgeladen habe, was ganz nebenbei über 240 Videos sind, kann ich natürlich nicht in jedem Video wiedergeben. Und das ist dann wirklich eine sehr ärgerliche Situation, vor der ich immer wieder stehe. Da widersprichst du dir und dann sehe ich, nein, so habe ich es gar nicht formuliert. Ich widerspreche mir nicht, wenn ich zum Beispiel sage, dass eine Übung einerseits gefährlich ist und andererseits ich sie in einem Trainingsplan erwähne. Nein. Sie ist gefährlich, ja. Und ich sage auch nicht, deswegen sollt ihr sie nicht trainieren. Aha, das habt ihr vielleicht reininterpretiert. Nein, ich empfehle sie und sage gleichzeitig, aber achtet darauf, es gibt bei allem auch ein Kontra, sie ist auch gefährlich. Kein Widerspruch. Und dann kommt ein drittes Video dazu, wo ich mal irgendwann sage, das hier ist kein Gesundheitssport und plötzlich schließt sich der Kreis. Und grundsätzlich gibt es noch ein Problem bei diesen Kommentaren. Wo bleibt der wissenschaftliche Diskurs?
Man mag glauben, dass diese Person, die so genau Bescheid weiß und sagt, okay, du hast gar keine Ahnung mehr, weil du hast das bei Arginin übersehen, auf die Wahrheit sitzt und genau weiß, wovon sie spricht. Es kann keinen Wissenschaftler auf der gesamten Welt geben, keine Universität und auch keine Forschungsergebnisse, die dem widersprechen, was diese Person in ihrem Studium rausgefunden hat. Es ist gar nicht möglich. Das suggeriert ihr zumindest dafür. Ja, wenn ihr das jetzt für sehr sarkastisch haltet, dann liegt das daran, dass ich auch nichts anderes von euch mitbekomme. Würdet ihr das zumindest in Frage stellen, könntet ihr anmerken, aber ist es denn nicht so das? So würde man auch übrigens unter Kollegen umgehen und nicht einfach im Internet etwas daherrotzen. Auch ich würde mich in der Universität mit einem Professor, wo ich denke, könnte das stimmen oder nicht, oder einem Trainer, mit dem ich zusammen trainiere, dem würde ich ja auch nicht sagen, das hier stimmt aber nicht, das ist total falsch, was du sagst, also hier werde ich nie wieder hingehen in das Studio. Nein, ich würde ihn fragen, ist es denn nicht so, dass wenn man Bankdrücken so und so macht und so weiter, das würde ich fragen. Und dann gibt er mir vielleicht eine Antwort, die mich in eine neue Richtung führt. Oder wir unterhalten uns, er merkt, oh, ich habe ja auch Ahnung und vielleicht stimme ich ihn in eine andere Richtung. Das sind zwei Experten, die miteinander kommunizieren. Und genau darum geht es in diesem Bereich. Und das ist wissenschaftliches Arbeiten. Experten kommen zusammen, beleuchten ein Thema, kriegen eine neue Wahrheit raus. Wenn es eine neue gibt, oder sie ist nur neu für einen und für den anderen nicht und sie sind alle auf dem gleichen Wissensstand. Es gibt so oder so ein Plus danach. Aber auch das wird hier vollkommen übergangen. Nein, es wird gesagt, das hier stimmt nicht, denn ich weiß das. Du hast auch keine Chance zur Antwort. Und jetzt verschwinde ich, denn du hast keine Ahnung. Das Urteil ist bereits gefällt. Auch das ist traurig. Ich hoffe, das ist jetzt keines der langweiligen Videos. Ab morgen geht es natürlich ganz normal weiter. Aber es ist zumindest jetzt ein Video, auf das ich immer wieder verweisen kann, wenn mal wieder so ein Kommentar kommt. Und trotzdem habt ihr auch eine ganze Menge Reflexionsstoff. Denn da muss man sich mal viel Gedanken darüber machen, auch wenn es um Training und die Wahrheit geht. Viele von euch sind immer wieder enttäuscht, wenn sie sagen, wir wissen nicht, wer die Wahrheit sagt. Es gibt so viele verschiedene Meinungen da draußen. Ja, auch dazu folgt noch ein genaues Video, das ist gar nicht ganz so schlimm darum bestellt ist. Aber das, was wir hier durchgegangen sind, trifft auch immer wieder darauf zu. Was ist überhaupt die Wahrheit beim Training? Und die Antwort ist sicherlich nicht, es gibt keine. Man muss seinen eigenen Weg finden. Auch das ist nicht ganz richtig. In diesem Sinne, wenn ihr nun mitmachen wollt und etwas richtig zum Meckern finden möchtet, schaut euch einfach mal dieses Video hier an und guckt euch an, was ich für die 5 unbrauchbarsten Übungen halte, die am meisten überschätzt sind. Und dann findet ihr vielleicht auch euren Kommentar, um euch hier einzugliedern. Ansonsten abonniert gerne den Kanal, wenn ihr das weiterhin unterstützen wollt und was lernen wollt oder auch wenn ihr einfach nur mehr Videos sehen wollt, keine mehr verpassen, schaut mal bei Protein Arena vorbei und wenn es euch gefällt, gebt mir ein Like. Bis bald, euer Gotti.